Heute geht es um Sandbags bzw. solche Taschen. Gutes Material, sauber verarbeitet, Farbe schwarz wie mein Hoodie, finde ich echt gut. Einen Tragegriff, die haben zwei Taschen und zwei Reißverschlüsse, also zwei Taschen. Und wie gesagt, manche Taschen haben nur einen Reißverschluss, die haben halt zwei Reißverschlüsse, genau, übereinander. 3 bis 4 Kilo Sand oder Kies passt in eine Seitentasche rein, sind nicht zu klein, nicht zu groß und 3 Stück im Set kosten dann ca. 21 Euro, Link in der Videobeschreibung. Ja, und wie solche Teile fertig ausschauen, das zeige ich euch jetzt mal kurz. So. Für was ich die brauche bzw. nutze, dazu kommen wir gleich. Und wie ich die Sandbags befülle, das zeige ich euch auch noch, aber am Schluss vom Video. Also ihr müsst dranbleiben. Die Sandbags habe ich bei Amazon bestellt. Woher sonst? Natürlich war die Auswahl übersichtlich. Trotzdem, was nimmt man? Also ich gehe immer nach guten Bewertungen, 4,5, 4,6 mindestens. Klar, und Preis-Leistung muss auch passen. Also, und mit den Teilen beschwert man einen C-Stand oder ein Stativ. Oder man kann sie auch zum Training benutzen. Für die Arme. Hat auf jeden Fall funktioniert. C-Stand. Was ist ein C-Stand? Ein standhaftes, stabiles Stativ. Super geeignet für Videolicht, Kameras oder vielleicht auch Reflektoren. Für was könnte man die Sandbags noch nutzen? Habt ihr eine Idee? Dann schreibt es mal unten in die Kommentare. So, ich habe seit einiger Zeit so einen C-Stand und der ist auch, da ist auch mein neues Licht montiert, mein neues Videolicht inklusive Softbox. Und wie sowas aussieht, das werde ich euch jetzt halt mal zeigen. Bevor ich jetzt weiter babbel, ihr kennt es ja, LKA, liken, gucken, abonnieren. Mal ein Beispiel, aber kurzes Beispiel. Ihr könntet ja mal an euren Lichtsetup hängen bleiben oder drüber stolpern und dann fällt der Scheiß um. Licht kaputt oder Licht fällt auf die Kamera, beides kaputt und dann ist viel Geld im Arsch. Nö, das muss nicht sein. Für was brauche ich nun die Sandbags, werdet ihr euch fragen? Und wie setze ich sie ein? Okay, ganz einfach. Um den Auslegearm vom C-Stand oben oder die Standbeine unten zu beschweren. Sicher ist eben sicher. Mein C-Stand, der ist stabil, schwer und hat mit seinen 3 großen unterschiedlichen Standbeinen, der hat einen echt guten Halt. Für so vieles. Und ist definitiv besser wie so ein normales, herkömmliches, billiges Lichtstativ. Die für ein paar Euros halt. Aber wenn der Auslegearm ziemlich weit ausgefahren wird und da dann noch so ein Videolicht, wie ihr vorhin gesehen habt, mit Softbox hängt oder eine große Kamera, weil man von oben solche Headshots-Aufnahmen macht, dann ist auch sowas ein bisschen instabil, so ein C-Stand. Aber mit zusätzlichem Gewicht an den Standbeinen ist der Stand des Statives auf jeden Fall besser. Natürlich kann man so ein Sandbag auch oben auf dem Auslegearm platzieren und gleichzeitig unten, um somit einen besseren und festen Stand zu gewährleisten. Wie ihr das letztendlich macht, müsst ihr selbst herausfinden. Also der eine macht so, der andere so. Auf jeden Fall, die Sandbags sind ihr Geld wert. So, und wie ich die Teile befüllt habe, werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ich habe die Teile kurz ausgemessen. Ja, also ich habe da so ein Metermaß genommen. Ihr könnt ja irgendwas anderes nehmen. Dann habe ich einen Vakuumbeutel genommen, also ausgemessen.
dann nimmt er einfach einen Beutel. Ich habe einen Vakuumbeutel genommen. Oder ihr nehmt einen Beutel mit so einem Zipper. Ich habe 29 cm gemessen. Den Beutel dann zugeschnitten. Die eine Seite mit meinem Vakuumgerät verschweißt. Dann habe ich mir Vogelsand vom Baumarkt besorgt. Den habe ich genommen und 3 Kilo auf meiner Waage abgewogen. Den Beutel befüllt. Ja, also erst mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Schaufel oder Trichter. Ja, und ja. Und dann habe ich das Ding verschweißt. Aber kein Vakuum. Es muss ein bisschen Luft vorhanden sein. Wartet mal kurz. Das Teil muss beweglich sein. Also wenn Vakuum, also wenn keine Luft mehr drin ist, dann ist das ziemlich schwergängig und das ist nicht Sinn und Zweck. Weil ihr müsst ja das Teil dann so die längs reinstecken und dann quer drehen, dass das Teil dann am Schluss dann so quer drin liegt. Also genau. Und das hat ein bisschen gedauert. Aber ich glaube, das schafft ihr auch. Und das war schon Thema Sandbags. Check, meine Meinung. Mal auf Seiten. Material, top. Man kann sie mit Sand, Kies oder Schrauben befüllen. Preis-Leistung für 3 Stück 20 Euro stimmt. Vielseitig einsetzbar für Fotografen, YouTuber wie mich. Für Videolicht wie bei mir oder Fotostative zum Fitness. Ja, man kann die Teile vielleicht in einen Rucksack stecken, wandern gehen oder joggen, halt Kalorien verbrennen oder in die Garage legen, falls du eine Garage hast und ziemlich weit vorfahren musst. Einfach unten am Reif hinlegen und dann fährst du nicht gegen die Mauer. Genau. Und jetzt werde ich den letzten Sandsack noch mit den zwei hier befüllen und das war's dann. Genau, fertig. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video.